Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich sitze woanders, aber trotzdem im Zimmer. Ich habe hier so einen Sessel stehen und eigentlich könnte ich den auch als Videohintergrund benutzen. Ich finde ihn ganz cool. Und ja, heute gibt es ein anderes Video von mir. Und zwar mache ich ja Homeschooling im Moment seit 3 Wochen oder so. Und ich wollte euch mal zeigen, was man eigentlich sich vorstellt von Homeschooling, wenn man es hört und wie es wirklich ist. Und Achtung, beide Seiten sind überspitzt dargestellt. Die Vorstellung ist zwar bei vielen so, aber die Realität ist dann so ein bisschen überspitzt dargestellt, weil sonst würde man den Abschluss, den man machen will, ja gar nicht schaffen, wenn man die ganze Zeit so rumhängen würde. Aber nur so als Anreiz für euch, es ist nicht immer alles so voll motivierend und dass man so in Cafés geht und da lernt und so Zeug, das macht man eigentlich fast nie. Aber ja, ich wollte euch mal dieses Video zeigen und ich finde das Video eigentlich ganz cool. Switchen wir auch schon zum Video. Oh, 10 Uhr, ist das super. Kann ich gleich aufstehen. Es ist toll, dass ich so lange schlafen kann. Ich hätte noch länger schlafen. Noch um 7:30. Scheiße, wie du. Oh fuck, ist schon 8:30. Och Mann, ich muss schon um 8 anfangen zu lernen. Meine Eltern schicken mich wieder in die Schule, wenn ich nicht geschminkt lerne. Oh, ich hab Hunger. Was soll ich denn essen? Ach Mann, ach Scheiße. Oh, das gefällt mir. Everybody gets high sometimes, you know. Can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Kochen wir heute Leckeres? Ah ja, stimmt, vegan. Ich mache hier diese Challenge. Ich habe genug Zeit dafür. Kräuterchampignons, das gefällt mir. Dann mache ich noch Salatröhrchen mit Mangosenf. Oh, das klingt so geil. Und dazu noch irgendwas zum Dessert. Hier. Dann mache ich mir noch Waffeln mit Weinrotze. Oh mein Gott. Leute. My life is on fleek. Ja, ich würde gerne eine Salami-Pizza bestellen, eine Pizza Hawaii und noch 2 Cola. Mhm.
Super, dann bis später. Tschüss. Burning liquor, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be low. Hey, hast du heute Zeit, irgendwas zu machen oder so? Oh, sie hat schon geschrieben. Nee, sorry, ich habe ja Schule, ich habe gerade Pause und so. Und danach muss ich halt noch für die Arbeit lernen. Eigentlich muss ich sie ja auch lernen, also. Nee, sorry. Oh Mann, ja, eigentlich muss ich sie wirklich lernen, also. Oh Mann, dann halt nicht. Also schon fast vorbei. Oh, ich blick's auch nie. Ich hätte mich mit meinen Freunden treffen sollen oder so. Ach man, ne? Scheiße. Man checkt einfach wirklich nicht, ob Ferien sind oder nicht. Ich wollte fragen, ob wir noch was machen können. Weil es sind ja bei euch Ferien und ich hab's gar nicht geblickt einfach. Ja. Oh cool, ja, machen wir. Gehen wir nach Zürich, ja. Oh, ist ja cool. Mhm. Super. Dann bis morgen. Tschüss. Das war's auch schon. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Und schreibt mir auch immer wieder Ideen, was ich machen soll. Weil, ja, es ist ziemlich schwierig, immer so Ideen rauszusuchen. Vor allem in der Weihnachtszeit. Man hat alles schon so oft gesehen. Man will trotzdem was Neues machen. Deshalb schreibt mal eure Wünsche in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.